Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Not So Together mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und Egon Son, der gerade lernt, Europa Universalis 4 zu meistern. Ich grüße dich. Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung mal wieder, lieber Günner. Hallo, liebe Freunde des Gepflegten-Strategiespiels. Und wir sind natürlich nicht zwei Inder mit dem Kontrabass, wir sind, wie Egon sonst schon mal festgestellt hat, drei Inder mit dem Kontrabass. Ich begrüße in Assam den mächtiger werdenden Legendary Marvin, der mittlerweile eine gemeinsame Grenze mit den Ming hat. Ich würde sagen, jetzt kann geplündert werden, oder? Sehr schön, Bandi. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, dass die Ming natürlich in dieser Partie stabil sind, das ist klar. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und ein stabiles Ming zu plündern für ein kleines Land mit der Grenze ist gar nicht so unproblematisch. Leider. Das ist allerdings wahr. Muss man noch ausprobieren. Ich meine, sie haben leider Tech-Stufe 4. Wenn es Tech-Stufe 3 hätten, würde ich reinballern und dann alles tot. Sehr schön. Aber wir werden sehen, was passiert. Ja, die Ming habe ich schon mehr als genügend versaut in dem Spiel. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich glaube, ich bin inzwischen der größte Farbklecks. Ich hatte wahrscheinlich nur halb so viel Grundsteuer wie jeder von euch, aber ich bin der größte Farbklecks. Von der Fläche bist du das auf jeden Fall, ja. Genau. Mit und ich habe den tiefsten See. 4, 5. Und das ist es, worauf es ankommt, ne? Natürlich. Wer den tiefsten See hat. That's what she said. Wow. Oh no, he didn't. Jetzt fangen wir aber jetzt schon. Genau. Wir fangen viel zu früh mit sowas an. Leute, wartet noch ein bisschen. Die Leute müssen sich einsetzen, damit sie nicht weglaufen können. Ja. Ich fingiere jetzt gerade zwei Ansprüche. Einen auf Ava, einen auf Bengalen. Das Lustige an diesen Ansprüchen ist, ich würde keinen von beiden gegen einen dieser beiden Nationen durchsetzen, weil die beide gerade von Rebellen geplagt werden. Ja. Und alles, was ich mit diesen Ansprüchen tue, ist, ich bereite einen Kriegsgrund drauf vor, wie diese Rebellen die Nationen freilassen, die sie freilassen wollen. Ah. Warte mal, du willst, dass die... okay. Und da wird fleißig rebelliert und dann kannst du dann gleich schon sagen, hier... Genau. Gleich rein. Also ich werde wahrscheinlich los geht's in den nächsten die fünf fliegen. Jahre zwei Nationen annektieren. Mhm. Ah, krass. Oh ja, die es jetzt noch nicht mal gibt. Oh mein Gott, was macht Jaunpur? Jaunpur ist viel zu groß und sollte sterben. Ja, ich greife mich Jandaka an. Da bin ich dafür. Die sind bei Egons dann auf der Seite im Krieg, ne? Ja, aber... Also sie weiß nicht, ob sie nicht rüberkommen können, weil sie keine offenen Grenzen haben, aber viel machen tun sie nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie... komm mal zurück, Bursche hier. Das ist echt ein bisschen komisch. Und jetzt stehen sie bei mir und verursachen Verschleiß. Danke, Jaunpur. Kommst rüber. So. Ah ja, da sind wir schon unterwegs. Ich will mal nicht so sein. Ei, super. Jetzt habe ich auch eine neue Militärtechnologie. Jetzt kann ich endlich zurückschlagen. Wobei es schwer werden könnte. Ich habe ja Crusader Kings 2 gestern gespielt. Was ja mehr oder weniger Europa Universalis 4 ist, nur mit Dynastien statt Staaten. Und da werden die Armeen so angezeigt, dass es eben, also auf den Mann genau mehr oder weniger. Da steht dann 14.798. Und da habe ich irgendwie mehr Respekt vor meinen Truppen. Hier neige ich tatsächlich dazu, meine Truppen respektlos zu behandeln. Ja. Der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie. Der Tod von Tausenden. Ich hätte übrigens fies sein können und ich habe nämlich Jaunpur mal fairerweise Militärzugang gewährt und hätte den, als sie bei mir auf dem Terrain standen, wieder entziehen können. Dann wären sie halt exiliert worden. Genau, wir spielen ja nicht together dieses Mal, sondern mehr oder weniger gegeneinander. Wir haben uns aber im Vorfeld dann jetzt auf einige grundlegende Dinge geeinigt. Regel Nummer 1, alle auf Egon Son. Genau, das ist das Wichtigste. ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach keine Exploits benutzen oder sowas. Ja, das stimmt. Und dass wir jetzt in dieser Folge zum Beispiel auch nicht angreifen.
weil es die erste unserer Session ist. Genau. Die Leute sollen sich ein, damit die Leute mal Leute wissen, wo sie sind, bevor sie vernichtet werden. Genau. Eigentlich könnte Maiwa doch auch noch irgendwann so einen angreifen, oder? Schade, dass ich keinen Kriegsgrund habe. Ich will auch nicht hinkommen, weil mich nicht genügend Leute durchlassen, fürchte ich fast. Ey, sag mal, was ist das? Was sind das hier denn? Ach, das sind alles ein Grundsteuerprovinzen. So. Boah, Alter, habe ich gerade Verschleiß gefressen, als ich dabei war, diesen Bauernaufstand da niederzuknüppeln, ne? Ich hatte in einer meiner Preußen-Folgen einen wunderbaren Verschleiß-Szene. 74 schwedische Regimenter sind aus Schweden gekommen, sind ja in den südlichen Bereich, irgendwo bei Litauen unten, in meines Reichs durch meine Provinzen marschiert. Ich habe bis auf eine jede einzelne Provinz in ihrem Weg verbrannt, niedergebrannt. Und diese 74 Regimenter waren in irgendwie Zentral-Litauen waren es noch 32. Ach, es war so schön. Fresse. Nur Zermürbung. Verbrannte Erde ist durchaus noch nützlich. Ja, verbrannte Erde ist der Oberknaller. Also es kommt halt drauf an, wenn du, ich finde ja so ein bisschen blöd ist es halt bei Nationen im Glück, ne? Also, weil die haben halt ohnehin so ultra viel Truppen und es ist ganz, ganz schwer, dass die mal irgendwie mehr als 5% Verschleiß fressen, ja. Osmanen ist zum Beispiel so ein typischer Fall. Oder Moskau. Moskau zum Beispiel frisst ja überhaupt keinen Verschleiß irgendwie. Ja, nationale Ideen, die das ganz schön reduzieren. Ja. Dann also, nehmen sie noch immer defensiv, was noch besser ja, macht. Ja, ja, das ist richtig, richtig bitter auf jeden Fall. Und dann ist das ja nicht so einfach. Ich glaube, du gehst übrigens pleite. Jetzt ohne da. Ich sah's nur. Ne? Ja. Das, ich bin mir dessen bewusst. Sehe dem Abgrund ins Auge und trete ihm entgegen. Ja. Aber dafür habe ich jetzt gerade eine sehr wichtige Schlacht gewonnen. Ui, die Timuriden sind mit Moskau im Krieg. So, ich wäre jetzt dafür, dass du dieses Regiment noch auffüllst, damit ich wieder Geld machen kann. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die anderen da so jetzt konspirativ weitersprechen. Ich bin nur total konzentriert. Ja. Ich habe ja geguckt, ob ich irgendwie hier bei TeamSpeak Push to Mute einstellen kann, ob es das gibt, habe es aber nicht gefunden. Das geht aber. Ja? Okay. Da gibt es irgendwo irgendwie Toggle Microphone on off, dann kann man Key festlegen und man kann als Option festlegen, an, wenn gedrückt oder aus, wenn gedrückt und wieder an, wenn losgelassen. So auswendig weiß ich es auch nicht, aber es gibt es irgendwo, bin ich mir sicher. Letztens habe ich herausgefunden, dass es bei Skype Push to Talk gibt. Total schockiert. Oh. Unglaublich. Verrückte Welt. Oh Gott, Vijayanagara kämpft gegen teleguische Patrioten. Das heißt, sie können das ist da natürlich Garjat gerade nicht helfen. Ja, da kannst du froh sein. Das könnte echt nochmal was werden hier. Ja, ich gehe davon aus, dass ich mindestens einen weißen Frieden hier noch rausholen kann. Jetzt, wo ich mit der Militärtechnologie aufgeschlossen habe. Nur wird es langsam Zeit, dann doch die Söldner zu entlassen, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich habe noch 95 mehr Prestige als du, was ein guter Moralunterschied ist. Och, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Ja, wäre jetzt eigentlich die perfekte Idee, um das Bündnis mit Jaunpur zu brechen und denen den Krieg zu erklären. Moment mal gerade. Ein Bündnisbrecher haben wir unter uns. Oh. So was macht man nicht. Schämlich. Wieso? Oh, Moment. Ah, shit. Jetzt sollte man vielleicht dann doch mal nachgucken. Hm? So ein skrupelloser Machtpolitiker. Ja, ne? Also als ob das einer von euch sich trauen würde, ne? Oh, die haben noch 20 Regimenter, oh, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Kultur akzeptieren ist was Schönes.
Multans Meinung gegenüber Mevat hat sich um plus 10 geändert. Okay. Danke. Mevat ist ein Vasall von Jaunpur. Ich weiß jetzt nicht, was das wirklich bringen soll, aber... Naja. Erwarten wir das Schlimmste und hoffen wir das Beste. Ach, schön. Genau. Was haben wir noch ausgemacht sonst? Dass, wenn wir denn gegeneinander kämpfen, dass das auch ein ehrenhafter Kampf wird. Nicht, wenn jetzt einer schon am Boden liegt, dann beide noch irgendwie drauftreten. Ja, also wir wollten schon so ein bisschen immer in einer Art ritterlichem Geiste hier spielen. Also ich meine, man kann sich natürlich immer mit Rebellen supporten und was weiß ich alle möglichen ja gegenseitig ärgern. Ach, das sollte ich übrigens bei Egon zum gleich mal machen. Spionage-Ideen! Genau. Na, ich würde da mal nicht so euphorisch klingen bei Spionage-Ideen. Die sind schon extrem scheiße. Also, naja. Ja, Rebellen unterstützen bringt ja halt einfach auch kaum was, ne? Ja, aber vor allem bei mir gibt es ja gar keine Rebellen. Ich habe ja nur Supporter. Genau, ja, die finde ich ja alle super. Oh, geil. Exzellenter Minister. Nehme ich den Stabilitätspunkt? Oder nehme ich die 10 Armeetradition und die 100 militärische Macht? Ich glaube, ich nehme den Stabilitätspunkt. Ja. Das ist schon extrem mächtig. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass Arumba und Shenrir, zwei der großen Namen der englischen Paradox-Let's Play-Szene, zusammen ein Let's Play machen. Sie spielen zusammen eine Nation namens Schottland. Und ich soll auch da mal reinschauen. Habe ich reingeschaut, in den ersten 5 Minuten sind mir 2 Fehler aufgefallen, da hatte ich keine Lust mehr. Ja, ich habe in Schottland gespielt. Ja, ich fand das ja ganz, ganz interessant auf der Gamescom beim Paradox Fangathering. Hat Jake ja nochmal extra gesagt, dass Arumba jetzt besser geworden sei im Vergleich zu früher. Und so schlecht ist er jetzt auch nicht, finde ich. Also, mit Sicherheit nicht. Oh, ich muss hier übrigens gleich mal was machen. Zahl mal gerade meine Armee. Bei dem Polen-Let's Play fand ich Wacher zum Beispiel recht gut. Fand ich. Der hat ja auch mit Polen-Litauen gespielt, ne? Ich schaue mir kaum was an. Deswegen kann ich jetzt auch nicht wirklich viel drüber sagen. Ich kriege halt so ungefähr mit, dass inwiefern seine Kampagnen Erfolg haben oder nicht. Also da mehr kann ich dazu normalerweise nicht sagen. Ja. Sein Österreich-Welteroberung scheint ja ganz gut zu laufen. Ja. Ich glaub nicht, dass er einen Rekord kriegt, aber die Welteroberung dürfte er schaffen, nehme ich mal an. Ja, das kriegt er hin. Die Welteroberung ist ja nicht schwer. Mit Österreich ist ja nicht schwer. Mit dem 1.8 Exploit dann 1453 erstmal Privileg widerrufen, da geht das alles. Ich weiß nicht, wann es er gemacht hat, aber es ist ja irgendwie innerhalb von 20 Jahren möglich, das war ja pervers. Ein Paradox Basa macht gerade eine mit vor eine Welteroberung, und zwar eine One-Tag-Eroberung, also wo er alles annektiert, nichts Vasallen und so ein Schmarrn. Ja, das ist natürlich krass. Aber ich glaube, es wird gerade ein bisschen knapp die letzten Jahre. Moment mal, da funktioniert aber nicht, Mädels. Moment mal gerade, ich muss mal überlegen, welche dieser... Ja, doch, ja. Weiß einer von euch, ob Thronanwärter Rebellen lokale Autonomie erhöhen? Ist das nicht im Tooltip? Ja, nicht bei mir, bei meinem Vasall. Ach so. Höchstwahrscheinlich. Also wenn sie den Provinz belagern, sowieso. Wenn sie ihre Ansprüche durchsetzen, weiß ich es nicht. Ja. Beim Provinzbelagern gibt es, glaube ich, immer lokale Autonomie. Ja. Oder hast du nach Unruhe gefragt? Nee, lokale Autonomie. Okay. Ah, die 7000, die kriegst du schon weg.
Ja, die muss ich auch noch wegkriegen. Und schön, ich mache jetzt mein die Vasall, von Jungler, der mein Vasall kriegt den 4-2-5 Herrscher. Ist okay. Überhaupt nicht neidisch, nein. Das ist vollkommen toll. Ich bin eh dafür, dass man viel mehr von seinen Vasallen verlangen kann. Gib mir deinen Sollte. König, komm, wir tauschen. Dein Herrscher, dein großen General. Und natürlich das klassische Erstrecht bei, wie war das bei den Königen? Das Recht der ersten Nacht. Du meinst das Jus Primae Noctis. Da gibt es einen schönen lateinischen Begriff für, das macht sich besser. Jus Primae Noctis ist die erste Nacht? Jus Primae Noctis, das Recht der ersten Jus ist das Recht. Von Justiz. Ja, okay. Ja, genau. Das Recht auf die erste Nacht. Minus 85% Kriegsstern, Egonson, wie läuft's? 85? Nee. Sehe ich 61. Jetzt. Also du? Ja, bei mir läuft's auch nicht besser. Vor allem ist da Gujarat. Nee, Jaunpur, sorry. Ich bin Gujarat. da Jaunpur jetzt sich aus dem Krieg verabschiedet hat, ist der Warscore nochmal tief gefallen bei mir. Mal ganz kurz. Mhm. Günther hat irgendwo minus 85% Warscore? Nein, Egonson hat minus 85% Warscore, dachte ich. Der hat minus 62. Ja. Ah, okay, gut, dann wurde mir das falsch angezeigt. Nicht, dass wir hier irgendwo asynchron geworden sind, ohne es zu merken. Es kann sein, dass die Spiele voneinander verabschieden. Dann spielt der eine ein anderes Spiel weiter als die anderen. Das kann ja passieren, lustigerweise. Ich glaube, der Egonson, der spielt ja sowieso schon die ganze Zeit sein eigenes Spiel. Ne? Ich bin nur am Schwitzen und Schweiß von der Stirn abwischen, von daher. Schwester Tupfen. Wie geht's euch deine Mitbewohnerin? Lebt besser noch? Besser wieder, genau. Sie hustet nicht mehr, aber lebt noch. Sie hustet nicht mehr und atmet auch nicht. Was mache ich denn mit denen? Ach komm, behalte. Ich hab fast volle Manpower, das ist doch ekelhaft. Angeber. Ja, man fast volle Manpower, hat man zu wenig Kriege geführt. So einfach ist das. Das ist dem richtig. Kriegst aber kein passendes Ziel. Ich verliere zum Beispiel halt einfach so permanent Manpower, weil ich bei meinen Vasallen irgendwelche Aufstände niederknüppeln muss. Bin ich voll dafür. Aber auch überhaupt keine Ahnung, wie Garwal das geschafft hat, punjabische Nationalisten zu bekommen. Aber das wird sich... Dass sie nicht so brutal füttern dürfen. Haben. Ich habe die überhaupt nicht gefüttert. Die haben eh nur die Provinz gekriegt, wo die eh schon Kors drauf hatten. Oder zumindest Ansprüche. Das ist ja sogar nur ihre Kultur. Also ich weiß nicht, wie das bei Kankra war. Das muss irgendein Event oder sowas gewesen sein, wodurch die mehr Autonomie bekommen haben oder so ein Zeug. Kankra. Mit Kankra der Spinne. Bei Crusader Kings 2 ist es ja so, dass man seine Einheiten wirklich ausheben kann. Die Vasallen einem sein, also die Vasallen im Sinne von die untergebenen Grafschaften. Dann einen Teil ihrer Leute dir abstellen, ja. Und du damit angreifst. Und wenn der Krieg vorbei ist, schickst du sie wieder nach Haus. Und hier in Europa Universalis hast du ja ständig nur stehende Armeen, mehr oder weniger. War das tatsächlich so, dass der Zeit geschuldet, dass du eben um die Zeit rum, um 1500, 1600 nur stehende Armeen hattest und vorher nicht? Oder ist es einfach nur... Erklär mir das Problem gerade nochmal, das finde ich nämlich ganz interessant und würde das auch gerne nochmal ganz kurz checken. Sag nochmal gerade, wie du das jetzt gerade gemeint hast. Wiederhol das einfach nochmal bitte gerade für mich. Okay. Moment, ich muss gerade meine Truppen zusammen. Ist die Darstellung der stehenden Heere in Europa Universalis 4 historisch so, wie es damals wohl war? Genau, weil in Crusader Kings 2, was vorher spielt, ist es so, dass du eben sagst, okay, jetzt ist Krieg. Ja, mit den Einheiten, dann stellen die Grafschaften mehr oder weniger ihre Einheiten ab für deinen Krieg jetzt. Und dann ziehst du die zusammen und gehst los. Crusader Kings 2 ist eigentlich das feudale Militärsystem relativ gut da, finde ich jetzt persönlich. Genau, und wenn der Krieg vorbei ist, dann schickst du sie auch wieder nach Haus. Und du hast keine stehenden Armeen, ja. Und wenn du sie zu lange ausgehoben hast, sind die Vasallen beleidigt, weil du die Truppen die ganze Zeit benutzt. Und wenn die Vasallen dich nicht mögen, dann schicken sie dir halt gar keine oder weniger. Ah, okay. Und ob du willst jetzt wissen, ob das authentisch ist, oder? Ja. Crusader Kings 2 würde ich sagen, passt eigentlich ziemlich gut. Mhm. In EU4 ist halt das Problem von der Zeit, also zumindest in Europa, ich muss gestehen, in Indien habe ich keine Ahnung.
In Europa ist es halt so diese Übergangsphase von eben diesen ritterlichen Heeren. Und eigentlich war das, soweit ich das weiß, so die Zeit der Söldnerheere eigentlich. Ja, müsste. Also, ja. So ein stehendes Heer ist aber, glaube ich, historisch etwas ungenau. Das kommt ja erst später eigentlich. Also das ist ja so ein unterm Absolutismus wird es ja so zum Kernelement, dass die Monarchen stehende Heere unterhalten. Ne? Aber so zu der Zeit ist es, glaube ich, echt noch ein bisschen untypisch. Söldner sind ja auch ein eigenes Konzept hier. Wie wär's mit einem Söldner-Armee-Simulator? Man ist reicher Adliger, findiger Geschäftsmann, und muss schauen, dass man seine Söldner-Armee immer aktuell ist und verkauft die an Herrscher. Man kann dann sogar moralische Entscheidungen treffen. Es gab in Paradox Plaza Form zur EU4 gab es letztens zwei Vorschläge. Das eine war, bei End of Legend gibt es einen sogenannten kalten Kriegszustand, da können sich Einheiten, wenn sie sich in neutralen Gebieten treffen, bekämpfen. Das wollte er in EU4 haben, da habe ich dann gemeint, wie stellt er sich das vor? Bayern, Böhmen und Österreich sind nicht im Krieg, aber wenn sie sich zufällig in Bayern treffen, dürfen sie sich abschlachten. Und der zweite Vorschlag, den fand ich gar nicht mal so uninteressant, aber in meinen Augen ist auch nicht wirklich wichtig oder priorisiert, ob dass man eben seine eigenen Truppen als Söldner an andere Nationen verleihen könnte. Das ist natürlich interessant, ja. Es würde aber wahrscheinlich mehr Probleme machen, als wichtig sein. Wenn man Truppen zum Verleihen hat, dann spielt man das Spiel sowieso falsch. Und ja, ich sage Leuten, wie sie das Spiel spielen sollen. So wie Johann. Du weißt es am besten. Nee, prinzipiell sollen Leute das Spiel spielen, wie sie Lust dran haben. Multan hat Afghanistan den Krieg erklärt. Ja. Da schau her. Oha, jetzt geht's aber um. Wir müssen ja irgendwie gucken, wo wir bleiben hier. Das heißt, Zint ist nicht auf deiner Seite, oder? Nö, aber die haben ja eh kein Bündnis mehr mit mir. Die sind mir ja gegenüber jetzt mittlerweile feindlich eingestellt. Achso, okay, ich dachte, die wären mit dir verbündet. Und die waren mal. Und dann haben sie sich. Das war. Ja, genau. So muss das sein. Erklärst gerade den Krieg und dann stirbt der gute General. Perfekt. Ja, das war mein 6er Nahkampfgeneral, der gerade gestorben ist. Das ist gerade nicht ganz so geil. Jetzt muss ich mal gucken. Das wird das dann aber ein bisschen anders machen. Ich hab die beste Attentäterin aus meinem Harem vorbeigeschickt. Aus meinem hinduistischen Harem. Moment. Diese Woche wurde ein neuer DLC angekündigt, gell? Ja, habe ich auch gehört. Sind da nie ein Ende? Nein, natürlich nicht. Man, das hat eine Zeit zum Bugfixing, das geht nicht. Ja. Sehr schön. Habt ihr von dem City Simulator gehört? Von Paradox? Oh ja, City ist geil, aber ich freue mich schon drauf. Da kriege ich doch kein River Crossing mit 6 Manöver, oder? Oder wie viele Manöver hat der Typ? Ja, 6, ne? Ne, da kriege ich doch nichts. Gibt's dazu schon, Ausschnitte, Bilder, Trailer? Ja, es gibt 8 Entwicklertagebücher, es gibt 2 oder 3 Trailer, es gibt schon einiges zu wissen inzwischen. War ja gut zu wissen. Muss ich mal reingucken, da bin ich für zu haben. Also schlechter als SimCity 2013 kann es ja nicht werden. Das Coolste ist, habt ihr wahrscheinlich auch schon 3-mal gehört, ist diese wunderbare Stelle in diesem Trailer, Play Offline. Oh. Dieser eine Satz, dieser Tritt in die Eier. Das ist genauso absurd, dass man das jetzt herausstellen muss, wie, was habe ich letztens gehört, für Konsolen gibt es jetzt den Couch-Multiplayer. Okay. Du kannst wohl das Spiel zu zweit spielen am selben Fernseher, wenn du auf der Couch nebeneinander sitzt. Früher hat man, glaube ich, einfach nur mehr Spieler gesagt. Früher war das halt Konsolenspielmodus. Genau. Das war aber halt Konsole, zu zweit sitzen. Ja. Geil. Das ist cool. Also eigentlich ist es traurig, aber. In meinem früher war es so, dass du gesagt hast, komm, lass uns zusammen Computer spielen oder PC, also oder Nintendo spielen. Und dann warst du okay, ich komm rüber. Heute ist es so, wenn du sagst, lass uns zusammen spielen, sagt der eine, okay, ich gehe nach Haus und gehe online. Ja, teilweise schon. So LAN und Hot Seat wieder immer schön. Ja, gut, LAN ist ja wieder angenehm, aber auch so Hot Seat gibt es ja auch immer weniger. Bam. Total. Hat das letzte Civilization hat, glaube ich, noch ein Hotseat gehabt, Beyond Earth. Aber ich könnte jetzt gerade nicht sagen.
Aber auf einer LAN, wobei wir haben es auch nicht LAN genannt, sondern es hatte einfach keinen Namen. Es ist einfach mit Computer zum Kumpel und haben da die Nacht durchgespielt. Also wie bei uns hieß das sogar dann LAN. Ja. 4, 5 Leute in der Garage. Wie bei uns jetzt dann Nullmodem heißen muss. Wir hatten noch keine LAN, wir haben noch keine Netzwerkkarte mehr. Ah, okay. So, Moment mal, Ladies. Oh, Sint ist tot. Jo. Oh, warum schließt du dich hier an, du Drecksratte? Das darf doch wahr sein. Der schließt sich natürlich erstmal an die falsche Armee an. Irgendwie brauchen diese Rebellen viel zu lange, um sich zu erheben. Das ist nicht gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Die brauchen zu lange? Bei mir oder was? Nee, die Vasallen, die Rebellen, die ich hier habe, benötigen zu lange, um ihren Staat zu gründen. Weil ich warte eigentlich noch drauf, dass sie ihren Staat gründen, mich erobern kann. Aber sie tun es einfach nicht und ich weiß nicht warum. Bin der Meinung, sollte schon längst passiert sein. Zogen das heraus, die Feiglinge. Wie machen wir das denn hier jetzt am besten? Sekunde, ich muss noch was. Sollen wir an der Stelle einen Cut machen? Dann überlege ich mir, wie ich Sint zernichte. Ja. Müssten wir doch eigentlich jetzt so, ne? Oder? Dings, jo, ne? Kommt Geld, schon hin. Oder? Ne? Ja, yep. Alles klar, okay. Dann ja. Sehen wir uns. Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn wir dann Sint endgültig zerkloppen. Ciao. Servus. Ciao.